Herzlich willkommen, Herr Stefan, entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Nordthailand. Ja, ihr seid richtig. Es geht um die Lebensbescheinigung. Ich hatte nur keine Lust, mich wieder auf die Schaukel zu setzen. Stattdessen kriegt ihr ein bisschen Treckerfahren im Hintergrund gezeigt. Das ist nicht ganz so langweilig. Ich bin kein Rentner, ich bekomme keine Rente und ich muss das auch nicht machen mit der Lebensbescheinigung für die Rente. Aber ich habe einen guten Bekannten, der muss das machen und der hat ein paar Mal geflucht wie ein Rohrspatz, weil das irgendwie alles nicht funktioniert hat. Dann habe ich mitbekommen, dass es bei der Josephine auch nicht funktioniert hat. Die ist gestern zum Konsulat nach Chiang Mai, hat sich das dann da alles bescheinigen lassen, dass sie noch lebt sozusagen, um das dann per Einschreiben nach Deutschland zu schicken, was ein Schweinegeld kostet. Hat dann noch einen blöden Parkrempler gehabt da auf dem Parkplatz und jede Menge Tamtam. Und ja, kurz nachdem sie mir das erzählt hat, rief dann der Bekannte mich wieder an und sagte: Hey, ich weiß, wie es geht, ich habe jetzt rausgefunden. Ich sagte: Da gibt es doch bestimmt 1000 YouTube-Videos zu. Ja, aber. So, mach doch mal ein Video dazu und erzähl doch mal, wie es richtig geht. Also, ich erzähle euch jetzt mal, was der Bekannte mir gesagt hat und wie die Josephine es jetzt gelöst hat, denn bei der hat es jetzt dann tatsächlich, obwohl sie es schon per Einschreiben geschickt hat, auch funktioniert. Und vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen damit helfen. Nochmal, ich selber muss das gar nicht machen. Alles, was ich in dem Video erzähle, ist aus zweiter Hand. Und ich bin da wirklich kein Experte, aber mir scheint das, was die beiden mir jetzt erzählt haben, und die haben mir beide im Prinzip das Gleiche erzählt, logisch. Und vielleicht ist es ja eine Hilfe. Also, wenn ihr im Ausland lebt und aus Deutschland Rente bezieht, dann müsst ihr bis zum 18.08. muss das da sein, eine Lebensbescheinigung an eure entsprechende Rentenkasse schicken. Das heißt, ihr müsst denen nachweisen, dass ihr noch lebt, damit die keine Rente für irgendwelche, ich sag mal, Karteileichen zahlen und sich jemand anders die Kohle in die Tasche steckt. So weit, so gut, so ist das auch schon immer gewesen. Über Corona ging das wohl per E-Mail, habe ich mir jetzt sagen lassen. Das scheint aber nicht mehr zu gehen. Die verlangen das jetzt wieder, dass man hier mit dem entsprechenden Formular, was die einem zuschicken, zum Konsular geht. Und ich glaube, Kirchen und Banken oder so können das auch. Also Konsular weiß ich mit Sicherheit. Da kann man sich das bescheinigen lassen. Da geht man mit seinem Ausweisdokument hin und schickt das dann per Einschreiben dahin. Wenn man jetzt diesen Postweg nicht gehen möchte, dann gibt es da eine Anleitung. Bei dem Schreiben liegt die bei mit dem QR-Code. Man soll das doch im Postident-Verfahren machen. Und da scheitern eben viele dran. Und zwar hat man so einen QR-Code auf dem Schreiben drauf. Und was tatsächlich wichtig ist, dass man manche Dinge in der richtigen Reihenfolge macht, dass man ein Gerät hat, was auf dem neuesten Stand ist, wo auch die Browser auf dem neuesten Stand sind. Ihr braucht eine aktive E-Mail-Adresse, ihr braucht euer entsprechendes Ausweisdokument, Personalausweis oder Reisepass und das muss auch noch gültig sein. Und die Problematik, die mein Bekannter hatte, der hat dann, wie das in dem Schreiben steht, sich diese Postident-App runtergeladen im Play Store, ist auf diesen QR-Code gegangen und ist dann irgendwo in der Endlosschleife gelandet. Also hat dann irgendwelche Daten eingegeben und dann ist die App wieder neu aufgegangen und er sagte, das hat alles nicht funktioniert. Der Josephine ging das ähnlich, die hat das auch gemacht, die hat sich auch diese App runtergeladen, hat das eingescannt und ist aber dann dran gescheitert, irgendeine zwölfstellige Nummer eingeben zu müssen. Diese Nummer kriegt man dann wohl irgendwann später per E-Mail zugeschickt, aber sie hatte die Nummer noch nicht, kam aber nicht weiter ohne diese Nummer. Also diese Postident-App scheint ziemlich murksig zu sein und die Lösung ist relativ einfach. Schmeißt die Postident-App runter von eurem Gerät. Das Gerät, mit dem ihr diese Lebensbescheinigung bearbeiten wollt, schmeißt die Postident runter. Nehmt euch irgendeine QR-Code-fähige App, irgendeine App, die QR-Codes einlesen kann. Beim iPhone reicht es, wenn ihr normal mit der Kamera, als wenn ihr ein Foto machen wollt, auf diesen QR-Code draufhaltet. Der erkennt den QR-Code. Geht ein kleines gelbes Fenster auf. Ich habe das also gerade auch hier probiert. Der Bekannte hat mir seinen geschickt. Und dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, im Browser öffnen. Wenn ihr die Postident-App habt auf eurem Gerät, dann passiert Folgendes. Das Gerät hat den QR-Code erkannt als QR-Code, öffnet dann automatisch die Postident-App und dann geht es nicht weiter. Dann hängt ihr wieder in dieser Endlosschleife. Also die App vorher runterschmeißen. Mit irgendeinem beliebigen QR-Code-Reader öffnen.
dann gibt es die Möglichkeit, je nachdem welcher Reader das ist, zu sagen, kopieren. Dann kann man zum Beispiel den Safari oder den Internet Explorer oder Google Chrome öffnen, dann oben in der Adresszeile bearbeiten, einfügen. Und dann seid ihr quasi auf dieser Postident-Seite mit den Daten aus dem QR-Code, denn diese Daten werden mit in diese URL reinkopiert. Da gebt ihr dann euren Namen nochmal ein, eure E-Mail-Adresse, dann kriegt ihr eine E-Mail von denen. Mit dieser E-Mail könnt ihr den Rest bearbeiten, müsst dann euren entsprechendes Ausweisdokument, die entsprechenden Seiten kopieren, so wie das in dem Schreiben drinsteht. Ich muss jetzt nicht nochmal alles wiederholen, was in dem Schreiben steht. Dann müsst ihr ein kurzes Video von euch machen. Also das Endgerät, mit dem ihr arbeitet, braucht eine Kamera, um den QR-Code zu lesen und damit ihr euch selber filmen könnt. Müsst quasi euer Gesicht filmen aus verschiedenen Positionen. Das läuft dann aber alles über die Internetseite ab, über die Webpage von diesem Ident-Verfahren, nicht über die App. Das Problem ist die App. Die App kommt irgendwie nicht mit diesem QR-Code von der entsprechenden Rentenkasse klar. Jetzt gibt es aber ja verschiedene Rententräger in Deutschland. Das scheint auch unterschiedlich zu sein, je nach Rententräger. Also ist eine ziemlich verzwickste Sache. Es ist ja auch klar, es gibt eine Million verschiedene Endgeräte da draußen. Android ist ein offenes System, also die ganzen Samsungs-Handys und der ganze Kram, das ist ja alles, jeder hat irgendeine andere Version. Bei den Apple-Geräten ist das ein bisschen einfacher, weil das ein geschlossenes System ist. Da ist es bei allen gleich. Also nochmal, wenn ihr das probiert habt und habt das Problem, dass es nicht funktioniert, dann als ein möglicher Lösungsansatz schmeißt die Postident-App runter, macht eure Foto-App auf oder besorgt euch eine entsprechende, an irgendeine QR-Code. Gebt mal beim Play Store einen QR-Code lesen. QR-Code-App. Ich meine sogar im WhatsApp, der QR-Code-Leser, da ist ja auch ein QR-Code-Leser drin, der müsste auch funktionieren. Das werden ja die meisten von euch haben, weil viele WhatsApp ja auch nutzen, um mit den Lieben zu Hause im Heimatland kommunizieren zu können. Und dann scannt ihr das ein und dann ist eben wichtig, nicht zu sagen, hier mit der App öffnen, weil dann lädt er sich die App runter, dann hängt er wieder in der Endlosschleife, sondern ihr müsst hingehen und müsst kopieren. Oder man, bei manchen QR-Code-Lesern steht eben da zur Auswahl, im Browser öffnen. Und dann muss das natürlich auch ein aktueller Browser sein. Also nicht irgendwas von vor 5 Jahren, irgendein Gerät, was nie geupdatet worden ist. Es sollte also dann schon ein aktuelles Gerät sein mit einem aktuellen Browser drauf. Eventuell vorher mal hingehen, in den Einstellungen von eurem Gerät gucken, ist alles auf dem neuesten Stand. So. Mein kleines Video zu dem Thema. Ich hoffe, euch ein bisschen damit geholfen zu haben. Guck mal hier, wir haben einen Skorpion gefunden heute im Garten und eine fette Schlange habe ich gesehen, aber die war schneller wie ich. So schnell hatte ich die Kamera nicht parat. Ja, also ich hoffe, euch ein bisschen geholfen zu haben und lasst mir doch mal einen Kommentar da, wenn ich euch mit dem Video helfen konnte oder wie es bei euch funktioniert hat. Das kann der ein oder andere dann lesen und ja, so können wir uns untereinander ein bisschen helfen. In diesem Sinne, ich bin raus, macht's gut, liebe Grüße aus Thailand und seid nett zueinander.